fehlerhafte Beispiel. Ich habe hier wieder eine Klasse Funkprobe 2 und eine Funktion liefere Wert. Die soll liefern einen Integerwert. Der Funktionsrumpf ist so definiert: if io.readint gleich gleich 0, return minus 2. Sonst steht da aber nichts drin. Und der Fehler, der vom Compiler geliefert wird, ist, dass im Else-Fall, das heißt, wenn hier false zu false ausgewertet wird, kein Return ausgeführt werden kann. Der Compiler meckert bereits an dieser Stelle. Hier eine weitere Funktion, Funk 3, die liefert Double-Werte. If io.readint gleich gleich 0, return a. Da scheint zunächst, als ob das natürlich nicht richtig wäre, weil hier wird gefordert, dass die Funktion Double-Werte liefert und zurückgeliefert wird hier ein Buchstabe. Aber das ist trotzdem okay, aufgrund des impliziten Typecasts. Charakterwerte sind konform zum Wert, oder Charakterwerte sind konform zum Typ Double. Denn dieses A, dieser Buchstabe A, wird implizit gecastet in ein Int und Int wird dann implizit wieder gecastet in eine Gleitkommazahl, insbesondere dann hier Double. Ansonsten, wenn halt der Benutzer einen Wert ungleich 0 eingegeben hat, erfolgt die Ausgabe in Funktion 3 und hier steht jetzt Return a gleich gleich b. a gleich gleich b ist aber ein boolscher Wert und boolsche Werte werden nicht implizit gecastet oder können auch nicht explizit gecastet werden in Double-Werte. Deswegen liefert der Compiler den Fehler ungültiger Typ. Und hier eine dritte Funktion, Test, die liefert mir einen boolschen Wert. Das ist okay, return 2 gleich gleich 0, wird mir auf jeden Fall diese Funktion immer den Wert false liefern, weil 2 ungleich 0 ist. Aber hier steht hinter der Return-Anweisung noch eine zweite Anweisung, diese Deklarationsanweisung, die wird auf gar keinen Fall erreicht, weil nach dieser Return-Anweisung diese Funktion ja bereits verlassen wird. Und das merkt der Compiler und er liefert den Fehler, Anweisung wird nicht erreicht.